Na gut, dann schauen wir uns mal die Hafer an. Bei diesem Modell handelt es sich um die, nicht um eine klassische Harfe in dem Sinne. Die klassische Harfe kennt man aus Orchestermusik oder aus dem Bereich der klassischen Musik als recht großes, wuchtiges Instrument, das auch mit Fußpedalen gespielt wird. Wir haben uns hier beschränkt auf die irische Brian Bow Harfe oder die Folk Harfe. Die ist allseits bekannt von der Bierflasche des Guinness Biers. Werden einige von euch sicherlich kennen, einige nicht. Wer Bier trinkt, natürlich ja. Und dieses Instrument spiele ich bereits seit 15 Jahren. Wurde für mich auch angefertigt aus Eichenholz. Ich habe zu Eichenholz eine sehr tiefe, innige Beziehung, weil es recht wuchtig, sie recht hart, recht beständig ist. Und spiele auch eine Besaitung, die aus Carbon- oder Kunststoffsaiten zusammengesetzt ist. Das hat den Vorteil, dass sie äußerst stabil in der Stimmung steht, auch wenn man jetzt auf Bühnen, die warm sind oder wo halt Beleuchtung ist oder wo Temperaturschwankungen ist, da recht unempfindlich ist. Diese Harfe ist im Gegensatz zu klassischen Harfen halbchromatisch. Das heißt, man kann hier bestimmte Halbtöne erzeugen, indem man die Haken umstimmt, wie man hört. Und für In Extremo hat die Harfe eigentlich eine recht tiefe Bedeutung. Sie ist ein unwahrscheinlich guter Kontrapunkt zu diesen harten Gitarren, zu harten Bässen, zu harter Musik, indem wir sie in Parts einsetzen, wo mal Besinnlichkeit oder wo ruhige, sanfte Momente akustisch entstehen sollen. Da eignet sich dieses Instrument natürlich hervorragend dazu. Gestimmt wird die Harfe hier oben auf den sogenannten Wirbeln. Dort setzt man dann einen Vierkant auf. Das ist ähnlich, wie man das vom Klavier kennt. Ich verstimme die eigentlich sehr, sehr ungern, aber für euch mache ich das mal, damit ihr das hört, wie das funktioniert. Und durch diese Drehbewegung setzt man die Saite quasi dann unter Zug. Zwischen dem oberen Teil der Harfe und dieser Decke ist auch eine enorme Last. Man glaubt das mal kaum, es sind tatsächlich 5 Zentner Saitenzug, die hier auf dieser Decke lasten. Also mich beruhigt das immer, weil ich ja auch ein sehr schweres Tier bin, dass es etwas gibt, was noch mehr Gewicht hat dabei. Und wie das klingt, werde ich euch jetzt mal vorführen. So, dann erzähle ich mal ein bisschen was zur Pommer. Der Ton auf der Pommer wird erzeugt durch ein sogenanntes Doppelrohrblatt. Das kennt man ähnlich bei Oboen oder beim Fagott ist es auch so. Besteht aus Spanisch Rohr, das ist ähnlich wie Schilf wächst das. Hier zu einer Doppelform zusammengebunden mit einer Drahtzwinge. Das muss man befeuchten. Feucht spielt gut, das weiß man ja. Das wird hier oben aufgesetzt. Auf das Instrument und beim Spiel dann durch eine Windkapsel geschützt. Muss man immer ein bisschen sensibel handeln, aber dadurch ist das Rohrblatt jetzt quasi in einem eigenen separaten Raum und den Druck gebe ich nachher hier oben rauf auf dieses Anblasstück, in dem ich hier oben anblase. Kommt noch der Schalltrichter da unten ran. Und das Ganze klingt dann so. Die Pommer ist im Eigentlichen nichts weiter als eine Schalmei, aber eine Schalmei, die eine
Tonlage tiefer spielt. Sie ist die sogenannte Bassschalmei, wo der Name Pommer herkommt. Das ist nicht eindeutig geklärt. Das ist immer recht witzig. Wenn man das im Internet googelt, findet man natürlich immer Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwelche Wurstsorten, die natürlich gar nichts mit dem Instrument gemein haben. Aber wir verwenden diese Bassschalmei bei In Extremo dadurch, dass wir viel mit Dudelsäcken arbeiten und die in Amoll stehen, ist diese Pommer auch in Amoll, aber eine ganze Oktave darunter. Und das gibt dem Sound bei uns einen sehr warmen, erdigen Klang, der halt sehr bassig ist darunter. Und das ist eine recht schöne Klangfarbe, haben wir festgestellt im Studio. Und dieses Instrument stammt aus dem ausgehenden Mittelalter und datiert quasi bis in die Anfänge der Renaissance hinein, wurde so in Bläserquartetten, Bläserquintetten auch oft gespielt. Und wie gesagt, wir haben sie recht gerne, weil sie bei uns einen schönen warmen Sound macht. Die Pommer.